Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Nach ungefähr so 4 Tagen habe ich mich wieder gemeldet. Direkt nachdem ich das Video gemacht habe mit dem Bahngleis-Update, habe ich einfach meine Bahngleise am gleichen Tag noch wieder umgebaut. Keine Ahnung, wie hobbylos ich bin. Aber der Zug, was ziemlich cool ist, der Zug kann jetzt hier eine ganze Runde fahren. Also, er kann hier zum Beispiel, ich kann die Weiche stellen, der kann jetzt da gerade aus dem Bahnhof fahren. Kann aber hier vorbeifahren, über den Bahnübergang. Er kann allerdings auch, wenn er von da hinten kommt, auch so zum Bahnhof fahren. Und er kann auch so hier fahren. Also er hat einige Möglichkeiten. Genau, und wenn der jetzt von da hinten startet, fährt er einmal hier entlang. Hier vorbei. Und auch... Oh, sorry, jetzt habe ich mich angeschlagen. Scheiße. Das passiert mir oft. Da hinten durch, das finde ich den coolsten Teil. Hier auch mit den Lego-Kisten so als Dach. Wie so ein Tunnel, der ziemlich hoch ist. Und dann kommt der Zug da hinten dann wieder raus. Über den Bahnübergang. Und dann beginnt die Runde von 9. Okay, die Weiche stelle ich. Muss ich jetzt umstellen? Hier muss ich sie auch umstellen. So, damit der Zug jetzt da gerade ausfährt. Ja. Und danach wieder zum Bahnhof zurückkommt. So, jetzt schalte ich den Zug hier an. Und es geht los. Ja, da hinten beim Radio ist es ein bisschen eng. Manchmal fällt er auch aus den Gleisen, also sorry, wenn es vielleicht gleich passiert. So. Ja, also das ist so die kleine Strecke, die der Zug mal fährt. So, für hier haben die leider keine, hat es leider keine Geraden mehr. Also deshalb muss ich hier ein bisschen Schlangenlinien fahren, weil die habe ich alle für hier aufgebraucht und für da vorne beim Bahnhof und hier auch ein bisschen. Ja. Das ist so ein Problem, aber naja. Oh. Ja, das ist mein iPhone. Das ist gebraucht, da habe ich das in den Einstellungen habe ich so eine Codesperre reingemacht und ich wusste den Code nicht, weil es ja eigentlich jemand anderem gehörte. Und am gleichen Und dann ist es heute auch noch meiner Schwester runtergefallen. Und dann habe ich gedacht, es braucht sowieso niemand. Ich weiß den Code nicht. Moment, ich mach kurz scharf. So. Ja, und dann habe ich es einfach auseinandergenommen. Geil. Also hier ist die Home-Taste, falls man das noch irgendwie erkennt. Und da oben. Warum ist diese Kamera jetzt nicht scharf? Keine Ahnung. Da oben ist halt die Kamera, wenn man halt die Kamera umdreht, also um Selfie zu machen. Selfie, Dings. Ja. Ah, jetzt ist es scharf, okay. Da haben wir die Kamera. Da. Da. Ja, und jetzt zeige ich auch mal ganz kurz was. Moment. Das ist das hintere Teil. Da steht doch, ist da so super ein Griff, da steht doch so das PHO von iPhone. Und es war halt hinten drauf. Das habe ich auch weggerissen. Ey, ich frage mich auch, warum ich das gemacht habe. Eigentlich will ich ja nur an meiner Speicherkarte reinkommen. Weil da an der Seite, dafür habe ich diesen komischen Schlüssel nicht. Oder was auch immer es ist. Da muss man, glaube ich, mit dem Schlüssel öffnen. Und das ist das Display. Das ist, das meiste ist halt das vom Aufprall. Aber ich habe es auch ein bisschen selbst zerstört. Und das ist die Schicht hinter dem Display. Und das ist ein Spiegel. Ja. Genau. Was ich aber ziemlich krass finde, ich habe es einfach, um es zu zerstören, die ganze Zeit gegen diese Kante gehauen. Und dann ist hier ein bisschen was kaputt gegangen. Naja, das war jetzt irgendwie unwichtig. Jetzt ist es wieder unscharf, diese Kamera. So. Auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Haut einen Daumen raus, abonniert meinen Kanal und tschüss.